Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal ein Erfahrungsbericht über DVDs, die man selbst aufgenommen hat und deren Haltbarkeit. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, ich bin mal in mein aufgenommenes Videoarchiv, weil ich den Film da wieder mal anschauen wollte. Er ist schon relativ alt. Aufgenommen habe ich den 2007, hier sieht man das. Ich habe da immer das Datum dazu aufgeschrieben. Und jetzt schreiben wir Anfang 2020, sprich die DVD ist jetzt 13 Jahre alt. Was ihr da seht, ich habe da einen, sage ich jetzt mal, Qualitätsrolling von Sony verwendet, ja. Und ich habe das auch auf einem guten Sony DVD-Rekorder aufgenommen. Und zwar, das war damals der Sony RDR HX 725 DVD-Festplattenrekorder. Ich habe den ziemlich lange im Einsatz gehabt und habe da allerlei aufgenommen auf die Festplatte, dann geschnitten und dann auf DVDs überspielt. Mittlerweile habe ich den nicht mehr. Ich habe den damals gebraucht, verkauft, der ging noch, aber mittlerweile nehme ich alles digital auf meine Synology DS Diskstation auf und da ist eigentlich das Medium DVD nicht mehr notwendig, weil ich habe dann eh alles auf Festplatte. Kannst dann zwar nirgends hin mitnehmen, aber ich habe die DVDs ohnehin nie irgendwo hin mitgenommen. So, jetzt aber zu diesem Fall. Und zwar 13 Jahre ist die DVD alt. Ich habe die, wie gesagt, mit Sony-Gerät aufgenommen und auch mit einem Sony Rolling. Und da sieht man jetzt schon, man sieht einen ganz leichten Schatten. Ja, seht ihr das? Einen ganz leichten Schatten sieht man hier außenrum. Ja. Und irgendwie ist da irgendwas passiert mit der DVD und die lässt sich nicht mehr abspielen. Also ich kann noch die ersten 1 Stunde 15 Minuten, aber der Rest ist weg. Als wie hätte sich hier außen irgendwas gelöst. Aber das zeigt mir halt schon mal, wer sich denkt, ha, ich nehme das auf DVD auf, ich brenne das, weil da wird ja in der Tat was reingebrannt in die DVD. Eine Struktur geschaffen, die dann der Laser wieder abschafft, also aus Einsen und Nullen. Wer sich denkt, das ist für immer, naja, das ist es halt nicht hier, sehe ich, nach 13 Jahren funktioniert das schon nicht mehr. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch ganz viele andere DVDs von diesem Zeitpunkt, die noch einwandfrei jetzt funktionieren, weil ich das ja auch nochmal nebenher angeschaut habe. Aber ich denke, eine Videokassette an der Stelle, auch wenn die bei weitem wesentlich schlechtere Qualität hätte, da könnte ich mir den Film noch anschauen. Ja, aber in diesem Fall mit der DVD hat es nicht geklappt. Ich glaube auch in der Tat, diese Kunststoffe, wie läuft das? Muss man sich das vorstellen? Da ist ein Kunststoff und dahinter ist eine Aluminiumschicht aufgedampft. Das ist diese Schicht hier. Ja. Das, wo hier undurchsichtig ist, und anhand der wird dann der Laser reflektiert und erkennt dann Einsen und Nullen. Aber irgendwie ist das einem Alterungseffekt unterworfen und ich kann das jetzt auch an mehreren Geräten nicht mehr lesen. An einem Blu-ray-Player, der eigentlich einen relativ guten Laser hat, kann man es nicht mehr sehen. Und auch an 2 Laptops habe ich es versucht einzulesen. Alles, was über die 1 Stunde 15 hinausgeht, geht leider nicht mehr. So, das heißt, am Ende, wer die DVDs so brennt und denkt, der hat sie dann fast für immer oder ziemlich lange, der wird in dem Fall oder ist bei mir, kam es da jetzt im Prinzip schon zu einer Ernüchterung, weil nach 13 Jahren meines Erachtens nach das nicht kaputt sein darf. Ein Videoband, wie gesagt, hat Verluste und wird auch mit jedem Mal anschauen nicht besser, sondern eher schlechter. Aber da würde ich wahrscheinlich noch was sehen. Ja, hier geht leider nichts mehr. Nun sind wir auch schon am Ende des Videos.
Vielleicht war das interessant für euch, vielleicht wenn ihr selbst auch noch so DVDs selbst aufgenommen habt, die schon mal älter sind, könnt ihr auch mal schauen, ob sich bei euch was getan hat, ob da einige oder stichprobenweise die noch abspielbar sind. Wie gesagt, bei mir schade, ich hätte den Film eigentlich gerne wieder mal geguckt. Okay, gut. Ich hoffe, das Video war interessant für euch und hilfreich. Wenn es so war, gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.